begrüße Sie zu den ProSieben Spätnachrichten. Die Meldungen über neue Geiselnahmen tschetschenischer Rebellen reißen nicht ab. Rund 20 Terroristen haben am Abend im türkischen Hafen Trabzon ein Passagierschiff gekapert und zum Auslaufen gezwungen. An Bord sind 120 Passagiere und 45 Besatzungsmitglieder. Eine Geisel haben die Rebellen offenbar schon getötet und sie drohen mit weiteren Erschießungen. Auch in Dagestan ist das Geiseldrama noch nicht zu Ende. Russische Spezialeinheiten beschießen das Dorf weiterhin mit schwerer Artillerie. Ausgesprochen schwierig sei die Situation. Ein Ende der Operation nicht absehbar, heißt es aus russischen Militärkreisen. In der Ortschaft Pjawomaiskoje tobt ein erbitterter Häuserkampf. Die Tschetschenen schlagen die Angriffswellen immer wieder zurück. Mit schweren Waffen wird deutlich weniger gekämpft, als das gestern der Fall war. Das wahllose Feuer aus allen Rohren soll etliche Todesopfer gefordert haben. 26 Geiseln kamen bislang frei. Ein erster Bus verlässt am Nachmittag die umkämpfte Ortschaft. Zwangsweise werden sie von den Russen nach Kislyar verfrachtet, wo das Geiseldrama begann. Der russische Geheimdienst schirmt die Gruppe ab. Über die Zustände in Pjawomaiskoje soll nichts an die Öffentlichkeit dringen. Aus der tschetschenischen Hauptstadt Grosny wird unterdessen ein neues Geiseldrama gemeldet. Rund 40 russische Beschäftigte eines E-Werkes sollen in der Nacht von Tschetschenen verschleppt worden sein. Die russische Armee hatte zuvor 3 Bombenangriffe auf verschiedene Stadtteile geflogen. Dabei soll es Tote und Verletzte gegeben haben. Israels Staatspräsident Esa Weizmann vor dem Deutschen Bundestag. Er hat dazu aufgerufen, jede Regung von Rassismus und Neonazismus konsequent zu bekämpfen. Weizmanns Rede gilt als Höhepunkt seines 4-tägigen Deutschlandbesuchs. Angesichts der leidvollen Geschichte des israelischen Volkes und der nationalsozialistischen Gräuel rief er zu Frieden und Versöhnung auf. Gleich nach der russischen Hymne Schweigeminute für die Opfer des Geiseldramas und der Befreiungsaktion in Dagestan. Auch wenn das Thema heute nicht mehr auf die Tagesordnung passte, die Vorgänge im Nordkaukasus dominierten die konstituierende Sitzung des Parlamentes. Die liberale Jablaka-Fraktion will jetzt formal ein Misstrauensvotum gegen die Regierung einbringen. Fraktionschef Jawlinski im Interview mit ProSieben: Wir wollen Jelzin zeigen, dass der Bürgerkrieg, den er entfesselt hat, von der Demokratie nicht mitgetragen wird. Ob das Votum gegen Tschernomyrdin allerdings Erfolg haben wird, ist völlig offen. KP-Chef Suganow, der 40% der Mandate hinter sich weiß, hält es für falsch, das Kabinett zu bestrafen, wo doch der Präsident schuldig ist. Israels Staatspräsident vor dem Deutschen Bundestag. Esa Weizmann hat dazu aufgerufen, jede Regung von Rassismus und Neonazismus konsequent zu bekämpfen. Weizmanns Rede gilt als Höhepunkt seines 4-tägigen Deutschlandbesuchs. Angesichts der leidvollen Geschichte des israelischen Volkes und der nationalsozialistischen Gräuel rief er zu Frieden und Versöhnung auf. Die Rede Esa Weizmanns war mit Spannung erwartet worden. Mit stehendem Applaus erwiesen die Abgeordneten dem israelischen Präsidenten ihre Referenz. Weizmann würdigte die guten deutsch-israelischen Beziehungen, machte jedoch deutlich, wie sensibel das Verhältnis ist, wie schwer häufig für Israelis der Umgang mit Deutschen, mit Deutschland fällt. Vergeben, so Weizmann, könne er im Namen der Opfer nicht. Nicht leicht sei es, in dem Land zu sein, in dem die Stimmen aus der Erde schreien. Mit dem Wissen um die Vergangenheit gelte es jetzt, eine bessere Zukunft aufzubauen. Eine Rede, die nachdenklich stimmen musste, keine aus dem diplomatischen Alltagsgeschäft. Ich fand das außerordentlich beeindruckend, weil es eine Rede war, die so stark aus der Geschichte gelebt und so stark auf die Zukunft orientiert war. Es war eine Rede, die nicht nur den Verstand, sondern das Herz angesprochen hat. Bundestagspräsidentin Süssmuth hatte zuvor Weizmann versichert, dass die Deutschen die NS-Gräuel nicht vergessen würden, dass der Präsident ein anderes, ein demokratisches Deutschland besuche. Die UNO appellierte an die Bundesregierung, die Bosnien-Flüchtlinge nicht vorzeitig abzuschieben. Ohne vorherigen Wiederaufbau würde der Friedensprozess gefährdet, erklärten Vertreter der Organisation am Dienstag. Eine internationale Konferenz in Genf soll die Rückkehr der über 2,5 Millionen Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien koordinieren. Das UN-Flüchtlingshilfswerk rechnet damit, dass noch in diesem Jahr 1 Million Menschen ein neues Zuhause in ihrer Heimat finden. Die Rückführung der Flüchtlinge aus Deutschland soll in diesem Sommer beginnen.
Griechenland auf der Suche nach einem neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Regierungschef Andreas Papandreou ist am Montagabend von seinem Amt zurückgetreten. Der Grund? Er liegt seit 20. November schwer krank in einer Athener Klinik. Griechenlands schwerkranker Ministerpräsident Andreas Papandreou ist zurückgetreten. Der 76-Jährige, hier Archivbilder, liegt seit 8 Wochen im Krankenhaus. Er fordert seine Partei auf, schnellstmöglich einen Nachfolger zu wählen. Papandreou gründete die sozialistische Partei PASOK und regierte rund 11 Jahre lang sein Land, allerdings mit Unterbrechungen. Korruptionsvorwürfe und seine Affäre mit der Stewardess Mimi, seiner späteren Ehefrau, nahmen ihm die Griechen übel. Bis zum Wochenende soll der neue Ministerpräsident feststehen. Aussichtsreichster Kandidat ist Verteidigungsminister Arsenis. Drogenboss hinter Gittern. Einer der meistgesuchten Verbrecher, der 51-jährige Juan García Abrego, ist in der Nacht zum Montag im Norden Mexikos festgenommen und sofort an die USA ausgeliefert worden. Abrego war Chef des berüchtigten mexikanischen Golfkartells und damit verantwortlich für 1/3 des Kokainimports in die USA. Er wird außerdem mit rund 100 Morden in Mexiko in Verbindung gebracht. Eine mexikanische Antidrogeneinheit stellte Abrego jetzt nach monatelanger Fahndung. Auf seine Ergreifung waren 2,8 Millionen Mark ausgesetzt. Und jetzt zum Sport mit einer Zusammenfassung von Klaus Regeneck. Der Sporttag in Kürze. Boris Becker hat heute sein Auftaktmatch bei den Australian Open gewonnen. Allerdings kämpfte er gegen Greg Rosetsky aus Großbritannien über 5 Sätze. 6:4, 3:6, 4:6, 6:3 und 6:3 hieß es am Ende. Und Becker trifft als nächstes auf den Schweden Thomas Johansson. Das Ermittlungsverfahren gegen Beckers Kollegin Steffi Graf wegen Steuerhinterziehung soll eingestellt werden. Einzige Bedingung, die Weltranglistenerste müsste ein Bußgeld in Höhe von 5 Millionen Mark zahlen. Unabhängig davon hat sich Graf schon bereit erklärt, rund 25 Millionen Mark an Steuern nachzuzahlen. Bernd Schuster, Mittelfeldregisseur des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, kehrt heute Mittwoch wieder ins Training zurück. Das entschied jetzt das Arbeitsgericht Opladen. Trainer Ribbeck hatte den 36-Jährigen am 8. November letzten Jahres aus der Mannschaft geworfen. Daraufhin klagte Schuster sein Recht auf Training mit der Mannschaft gerichtlich ein. Und bei Leverkusen wurde der Allstar ausgeschlossen. Beim 1. FC Kaiserslautern dagegen ist er weiterhin herzlich willkommen. Die Pfälzer werden den Vertrag mit Ex-Nationalspieler und Mannschaftskapitän Andreas Brehme um weitere 3 Jahre verlängern. Dies ist insofern außergewöhnlich, als Brehme mit 35 Jahren für einen Bundesliga-Profi verhältnismäßig alt ist. Das war's in Kürze vom Sport. Zurück zu dir, Isabel. Vielen Dank, Klaus. Und wir kommen nun zu unserem Blick auf das Wetter. Heute früh um 8 Uhr, erkenntlich auf der linken Zeittafel, werden Werte zwischen 0 und minus 3 Grad erreicht. Tagsüber lässt der Nebel nach. Im Osten bleibt es frostig, am wärmsten wird es im Rheinland. Deshalb fliegen wir am Rhein entlang. Wir beginnen in Leverkusen, erreichen bald Köln. In der Domstadt werden morgen Mittag 5 Grad erreicht. In Troisdorf wird es mit 4 Grad nicht ganz so mild. Und südlich von Bonn soll es mit 3 Grad sogar noch kälter werden. Nebel und Dunst bremsen die Sonne. Wirklich tristes Wetter dagegen zeigt unser Flug an der Nordseeküste. Nebel liegt über Bremerhaven und an der Weser. Gerade mal 0 oder plus 1 Grad werden hier erwartet. Nur ganz vereinzelt reißt die Nebeldecke auf. Bremen aber verschwindet fast vollständig im trüben Grau. Das, meine Damen und Herren, waren die ProSieben Spätnachrichten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen.